Vor 70 Jahren kehrte der furchtbarste Krieg der Menschheitsgeschichte auf deutsches Staatsgebiet zurück. Im Westen hatten die alliierten Truppen die Reichsgrenze überschritten und drangen unaufhaltsam fort. Im Osten erreichten die Truppen der Roten Armee während einer mächtigen Angriffsoperation bis zu 500 Kilometer nach 18 Tagen die Oder und die Neiße. Der Zweite Weltkrieg war in seine entscheidende Phase getreten. Während die Sowjetunion, Großbritannien und die USA in Jalta über das Nachkriegseuropa berieten, versuchte Deutschland trotz enormer Verluste der strategischen Initiative mittels Improvisation und verstärkter Propaganda seinen letzten Reserven an Personal und Material zu mobilisieren. In diesem Video geht es um die Festungsfront oder Wartebogen, welche von der Roten Armee im Winter 1945 quasi überrannt wurde. Ich werde euch die einzelnen Stationen des Oder-Wartebogen vorstellen, wie er aufgebaut ist und welche Geschichte heute noch zu erkennen ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und ich bin heute mit dem hübschen Alessandro unterwegs. Hallöchen. Hallöchen. Und gemeinsam schauen wir uns heute den größten Bunker weltweit aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Ich glaube, ich sehe noch ein bisschen verschlafen aus. Wir befinden uns heute hier im heutigen Polen. Und ja, ich hoffe mal, dass der Eingang auf ist. Ich werde euch mal zeigen, was wir hier schon erkennen. Wie ihr seht, ist hier der alte Verladebahnhof. Hier wurde das Material und natürlich auch die Munition angeliefert. Heute sieht man nur noch die Rampe vom damaligen Bahnhof. Und drückt uns mal die Daumen, dass wir heute in das Bauwerk reinkommen. So, meine Freunde, let's go. Also, wenn ihr mich sehen würdet, ich habe Gummistiefel an, ich habe eine viel zu große Hose an, eine Beintasche. Und meine ganzen Taschen sind voll. Aber so sieht man halt aus, wenn man auf Tour geht, ne? Wir machen ja hier keinen Schönheitswettbewerb, sondern wir wollen uns das größte unterirdische Bauwerk aus der Zeit des Dritten Reiches anschauen, den sogenannten Ostwall. Und das sind die ehemaligen Gleisanlagen. Und man kann sogar hier noch die Befestigung für die Bahngleise sehen. Und die Bahngleise waren dafür da, auf der einen Seite, um Material für den Bau herbeizuschaffen, aber auch später im Kriegsfall dann Munition und Truppen heranzuführen. Und das geht, wie ihr seht, komplett geradeaus in Richtung der Eingänge. So, wir sind angekommen. Die Schienen gehen weiter. Hier ist der Weg runter, sehr steil. Und da unten ist das Auge Gottes, das ist unser Eingang in die Unterwelt. Und warum das Auge Gottes heißt, werde ich euch gleich zeigen. So, da ist er. Und dann drücken wir uns mal die Daumen. Ja, ja, wenn, dann ist er innen drin zu. Ja, die lassen uns erstmal kriechen. So, das Auge Gottes. Und da sehen wir auch, dass hier die Warnschilder sind, dass man hier sich nicht reinbegeben darf. Zum Glück können wir kein Polnisch lesen. Und da gehen wir jetzt rein. Geh mal zur Seite. Schaut euch das mal an. Das sind 150 Meter, da müssen wir jetzt durch. So, meine Freunde, wir wagen jetzt das Abenteuer. Wir sehen hier überall die Warnschilder. Also nur im Kriechgang möglich. Meter.
Das war der ehemalige Abwasserkanal, hatte ich ja bereits erwähnt. Hier. Ja, also Leute, so sieht das aus. Man kann sich, wie gesagt, nur kriechend fortbewegen. Wir haben jetzt schon, würde ich sagen, 75 bis 100 Meter geschafft. Das bedeutet, der ist auf jeden Fall länger, weil das Ende können wir definitiv noch nicht sehen. Schaut euch das mal an. Und es wird immer schmaler vom Durchgang. Und dann gehen wir mal weiter. Ja, 150, 200 Meter kriege ich gerade und sonst. Was haben wir denn hier für ein Problem? Massiv. Ja, hier ist kein Reinkommen möglich. Da vorne ging es ja damals lang. Über diese Leiter. Da. Aber die Zeiten sind leider vorbei. Das ist auch quasi unmöglich, hier reinzukommen. Und? Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. So, wir haben hier einen Durchgang gefunden. Leider war der Hauptweg ja verschlossen. Und deswegen haben wir mal geschaut, wo es eventuell noch reingehen kann. Und spannend, wir haben ja auf jeden Fall schon Panzer, Drachenzähne gefunden. Seht ihr das? Die sind hier. Und das ist der sogenannte Panzergraben hier, wo wir sind. Das bedeutet, die Angreifer kamen von da, sind dann hier in diesen Panzergraben reingefahren und dann kamen sie hier nicht mehr an den Drachenzähnen vorbei. Und wir suchen uns jetzt mal den Eingang. So, das ist ein schöner Größenvergleich. Alessandro versus Drachenzahn. So, Leute, wir haben das Bauwerk gefunden. Scheint gesprengt zu sein. Schaut euch mal diese riesen Betonbrocken an. Und hier scheint die Explosionskrater zu sein und da ist der Eingang. Alessandro hat die Abkürzung genommen. So, dann hoffen wir mal, dass wir da reinkommen. Und hier ist ein zweiter Ausgang. Boah, das geht immer weiter. Und hier haben wir ein altes Rohr. Und hier haben wir den Blick nach draußen. Hier wurde gekämpft. Das ist die Schießscharte. Und das ist der Notausgang. Hier konnte man sich freikrabbeln. Und hier war eine richtig fette Panzertür drin. Da ging es 4 Meter runter. Und hier 57 P81 mit einer Eingangsverteidigung. Und hier steht Woche. Boah, das ist riesig. Hier sehen wir noch alte Befestigungen. Und das ist auch entweder eine Durchreiche, ja, das scheint eine Durchreiche zu sein.
richtig groß. Noch hier eine Verteidigungsscharte. Und Munitionsraum vielleicht. Und hier geht's runter. Leute, da geht's rein. Hier müssen wir aufpassen. Jo, das war früher der Eingang. Der ist heute komplett zugeschweißt. Ist auch kein Reinkommen mehr. Schade, schade, schade. Alexander, was ist dein Fazit? Die haben das richtig zugemacht. Hier kommt keiner mehr rein. So, heute ist, glaube ich, unser Glückstag, denn es gab noch eine deutsche Führung. Bedeutet, wir können uns den Ostwall im Bereich des Scharnhorstwerkes von innen und von außen anschauen und haben auch einen deutschsprachigen Führer. Wir wünschen euch jetzt gute Unterhaltung bei dem zweiten Teil zum Ostwall. So, das ist Werksgruppe Scharnhorst und das ist der rückwärtige Eingang. Hier scheint es auch Gefechte gegeben zu haben oder man hat versucht, sich hier reinzusägen. Auf jeden Fall sehr, sehr massiv. Die Bunkertür und das ist die Eingangsverteidigung. Leute, wenn ihr wisst, was das hier ist, ob das mit Elektrik, also mit Strom aufgeladen war, oder ob das eine Antenne war, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auch bei der Maginot-Linie gibt es das ja. Ich weiß bis heute nicht, wofür die Sachen waren. Und das war die rückwärtige Ansicht, mein Gott. Und von da aus wäre der Eingreifer gekommen. So, meine Freunde, wir sind noch mal hier bei der Werkgruppe Scharnhorst. Auf der rechten Seite haben wir gerade erfahren, Borsig. Wie heißt das? Borsigstall? Das ist Krupp. Das ist Krupp. Ich zeige. Aber Foto 50 Euro kostet, weißt du? Ja, mindestens. Mindestens. Also, was ist das? Steh. Ah, okay. Das ist diese Kuppel. Robert Jürger zeichnet, mein bester Kollege, Robert Jürger. Der ist von Greenberg jetzt. Ich hier, bei oben Periskop, 60 Scharten, aber zwei Maschinengewehr mit Rabatte. Ja, dick 34 cm. In dieser Rohr, wie Staubsauger, mit vielen Abgasen absaugen, war Filter, ohne Rauch, diese kleinste Kuppel. Diese Beobachtung. Abluft, oder? Abluft. Weißt du, warum? Unten auch Stromaggregate, Notstromaggregate, Diesel. Mehr wie 100 Kilowatt, ich zeige es euch. Dann hier, solche Scharten, zwei Maschinen. Ein Drittel oben, zwei Drittel im Stahlbeton. Ja, komm hier. Mach Foto hier. Das ist. Lösen. Deine Vorname, du bist? Jörg. Jörg, Bergruppe Jörg. Nummer 1. 1. Jahrgang? 36. Drei Ringe. Firma Krupp. Krupp? Jawohl. Ah. Getrunken, weißt du? Wand 1,4 Meter dick. Wo diese Gitter, war keine Gitter, war Tor. 2 Meter weiter, wie Brücke. Wenn Soldaten gehen, aber Methode 400 Kilo gegen Gewicht. Ohne Motor. Nur Schalter, ich kenne genau in diese. Legen, Soldaten gehen. Wenn zurück, Tor nach oben, zu, Riegel, Loch bleiben. Weißt du? Gut. Wieder gehen, aber nicht machen kaputt. Alle Bunker kaputt. Jo. Ja, ich komme. So, jetzt, Regel weg. Ja, wenn, ja. Ach. Was ist das? Ja. Ja. Ja, komm. Ja.
Kamera, glaube, 100 Euro kostet, glaube. Was kostet das? Für Kamera, wenn wir machen Foto, ja? Foto 50, Kamera 100. Vielleicht ist der Rabatt kein Rabatt. Weiter, komm hier. Träger bei Glimek, Überdruckventil. Hier war diese Kuppel, da war es. Ja, das ist toll. Mit Teleskop, U-Boot. U-Boot. Die Zahnräder, schau. Neues Jahr. Die arbeitet mit Motorpistolen. Der deutsche Arbeit. Hier am Wand, schau, war diese Asbest. Wenn Frauen Welfen arbeiten, wegen Hitze. Ja. Wo ist es hinten? Ach, schau ganz hinten, diese drei Meter, ach, komm hier. Ja. Asbest wegen heiß. Wenn zu heiß, hier ist Zahnräder. Ich schau in dieser Loch, genau in dieser Loch, wo die Mäuse sind. Mach. Darum, diese elektrische Kiste, Fußschalter, diese Fußschalter legen hier. Fußschalter, original. Und dann 2700 Liter Benzin mit Kautschuk. Schau, dieser rote Tank unten. Rote Tank, noch Pumpe, war Stickstoff, Acetylen, Stickstoff, Gasflasche. Dieser Rohr, die Russe ausgeliehen, kein Rohr. War mit Zahnräder Rohr nach oben, in 60 Meter Radius Feuer. In Überdruckventil, Trägerventil weg. In Antilus, schau, alles gedacht. Muffe. Kabelmuffe. Geht. Hier die Rostfedermuffe. Oh ja, die wollen die nicht weg. Hier Haubitze 150, 52. Russe getestet, 203 Haubitze. Ich hier, schau, Nordausgang. Wand 1,5 Meter dick. Hier war Ziegelwand. Wenn Ziegelwand fort, spritzen sie Zimmer und gehen nach oben. Aber nur psychologische Bedeutung. Freunde, wenn nur Ziegelband, der Schwachpunkt. Darum zwei Reihe Träger. 120 Kilo. Schau, eine Hand. Ja? 120 Kilo. So, Zeichen von Julia. Diese Seite ziehen. Andere nicht wirklich. Meine Freunde, hier ist 500 Kilo. Patrone. Granwerfer. Kaliber 50. 120 Schuss pro Minute. Aber in dieser Kanäle war die Kiste mit Kette. Automatisch werden wir. Mach Foto hier. Foto 50, Kamera 100. Hier, das ist Sitz. Sitz, Kupplung. Hier war Asbest auch. Hier war diese Regale, Leuchtspur, Munition. Ich hier, das Firma Borsig Rheinmetall, gehe ich weiter. Borsig Rheinmetall. Jahrgang 37, Kuppel 39. In dieser Kanäle für die Kiste, in Kiste 20 Patronen, automatisch Handwerfer. Ein Mann pro Jahr ist vier Italiener. Leute, es tut mir furchtbar leid, der rennt hier einfach durch. Ich habe hier wirklich Schwierigkeiten, das aufzunehmen, aber ich hoffe, die Eindrücke sind schon mal gut. Ohne Kondome. Ja. Oh!
testen russisch Stringer, weißt du? Ah, testen die. Russischen Strings. Ich war Asien. Ich hielt Dennungsflug, weißt du? Dennungsflug ist nicht klar. Die Pantelung zu gehen. Die Mutter zu gehen, und der Sena Kinder da. Ich war falsch. Weiter. Junge Leute, und heute ist Kindertag hier. Vorwärts. Aber schau, deutsche Leute, diese schau. Da sind wir gerade hergekommen. 300 mm Drainage. 10 Meter, 1 Zentimeter Gefälle. Wenn kommt Wasser direkt zum See, ohne Pumpe. Ich schau, gebaut im Sand. 30 Meter, Zentimeter Wasch, oben 30 Meter Sand. 3 Polizei. Falle. Ja. Also er hat uns gerade erklärt, hier wurde Sprengstoff eingesetzt. 1,50 Meter langes Rohr wurde eingesetzt mit Sprengstoff. Und dann wurde dieser Bereich hier gesprengt. Und dann konnte der Angreifer, in dem Fall der Russe, dieses Bauwerk nicht weiter betreten. Das war quasi der Werksgruppe Scharnhorst. Das bedeutet, da wären wir im Herz des jeweiligen Bunkers drin gewesen. Und das hier ist der Weg zum Bahnhof und auch in Richtung des Hauptgangs. Das bedeutet, wenn der Angreifer in dem Hauptgang drin gewesen wäre, hätte er hier keine Chance gehabt. Aber genauso ist es natürlich auch andersherum. Bedeutet, wenn er über die Werkgruppe Scharnhorst eingedrungen wäre, hätte er hier keine Chance, in den Hauptgang zu kommen. Bedeutet, man hätte es von beiden Seiten sprengen können. Sehr wichtige Information. So, und jetzt, meine Freunde, sind wir im Hauptgang. Alles gesichert mit Ton. Bitte? Ja. So, und wir waren ja schon häufig auch mal in dem nicht offiziell zu begehenden Trakt, der mittlerweile komplett verschlossen ist, wie wir gerade erfahren haben. Und das hier ist auf jeden Fall schon besonders, weil hier können wir noch die kompletten Einbauteile oder Einbauten aus der damaligen Zeit erkennen, hier an der Decke. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. 8 Stunden ist die Extremtour und da geht man auch in den nicht offiziellen Bereich, der mittlerweile komplett verschlossen ist. Das ist alles original, Leute. Da kommen wir zu dem nicht offiziellen Bereich. Und alles Kamera überwacht. Gleiche Bauart. Ja. Gleiche Bauart. Da oben seht ihr Infrarot und da direkt darüber die Kamera. Und schaut euch mal den Bereich in den nicht offiziellen Bereich an. Unvorstellbar. Emil? Nee. Friedrich, kann sein. Ja, ich würde sagen, das ist eher Bergbau. Ich glaube nicht. Wenn Alliierte, wo wir Deutsche, kommt Fabrika, Daimler-Benz hier. Ja? Weißt, Teile für Flugzeuge, aber Zwangsarbeiter war. 1600. Welches Jahr? 1944. Also gegen Ende des Krieges. Ja. Aber zum Bau wurden keine Kriegsgefangene, weil es war ja vor dem Krieg. Es war Deutschland zu dem Zeitpunkt. Ja. Ne? Meine Freunde, ich zeige euch, stopp, Fledermäuse. Ah ja, nicht so mit den Lampen rein. Das ist großes Mausoleum. Also wir haben gerade erfahren, dass zum Ende des Krieges hier
Flugzeugteile oder Flugzeugmotorenteile hergestellt wurden. Und das war in diesem Bereich eine sogenannte Untertageverlagerung. Und ich glaube, die Maschinen sind von der damaligen Zeit. Alessandro glaubt, dass das nicht der Fall ist. Das werden wir gleich mal fragen. Ne, welches Datum? Hier riecht es nach Pinkel, ne? Oh, jetzt bin ich blind. So, und das sind hier die Flugzeugmotoren. Schaut euch mal diese Präzision an. Unvorstellbar. Und hier auf diesen Hinweisschildern finden wir die Informationen. Schachtelheim GmbH. Und hier in diesem Bereich wurden damals die Flugzeugmotorenteile hergestellt. Da, Schachtelheim 2. Hier unten in dem Bereich hat er stattgefunden. Da oben war Schachtelheim 2 und wir müssten uns auch in diesem Bereich aufhalten. Oder hier, genau, Heinrich hat er gesagt. Und das waren die Motoren von Daimler-Benz damals. So, wir müssen uns natürlich beeilen. Und das machen wir hiermit natürlich auch. Weil er hat nämlich heute eine große Feier, hat er uns gesagt. So, hier sind wir nicht mehr alleine. Da sind noch Wandmalereien. Und so wurden damals diese Röhren ausgekleidet mit verschiedenen Räumen, zwei Etagen. Da oben ist sogar noch eine alte Kanne. Maschinenhalle mit diesem Verstärkungskreuz da hinten. Und hier geht's gleich wieder hoch. Noch eine alte Bunkertür sehen, zweigeteilt, falls es verschüttet war, konnte man nur den oberen Teil aufmachen. Und hier ist das Ende von dem Gang. Hier sehen wir noch den Bewährungsstahl und da sehen wir auch, dass es niemals fertiggestellt wurde. Alleine drin ist, ist das schon ein bisschen gruselig. Bin bereit, viel verkaufen. Immer habe ich diese Flasche. Du suchst Frauen in Italien vielleicht. Du in Deutschland, 50-50. Geschafft. Aber warum noch ein bisschen Mäuse? Thank you.
bevor wir uns verabschieden, werde ich euch noch mal ganz kurz die Funktionsweise der Panzersperre hier erklären. Also wir befinden uns hier mitten in dem Bereich der Panzersperre oder aber auch im Volksmund Drachenzähne genannt. Das hier ist in der Fachsprache und in der polnischen Sprache der Milchzahn. Und je älter bzw. größer die Zähne werden, ist das hier natürlich der Weisheitszahn. Über 80 Jahre und kaum einer dieser Zähne hat irgendwelche Blessuren oder Abplatzungen. Und die Hitlerjugend hat damals hier einen Graben ausgehöhlt, wie ihr sehen könnt. Und dieser Bereich ist gegenüber diesem Bereich weiter oben. Das bedeutet, wenn der Panzer von oben gekommen ist, von da hinten, hat er das hier alles nicht sehen können, ist dann erstmal hier in diesen Panzergraben gefahren. Und wenn er sich daraus befreien konnte, dann ist er hier spätestens auf der Panzersperre stehen geblieben und konnte dann von den hinten liegenden Panzerabwehrgeschützen dann auch bekämpft werden, weil, wie ihr wisst, sind die Panzer ja unten weniger gepanzert als an der Front oder an der Seite, und daher haben natürlich die Panzer es gemieden, auf diese Panzersperren zuzufahren, weil ein Fortkommen war hier so gut wie unmöglich. Aber wie gesagt, von da aus kamen oder wären die Angreifer gekommen, und die hätten dann hier auch entsprechend die Vertiefung, den von den Hitlerjugend ausgegrabenen Panzergraben, nicht gesehen. So, meine Freunde, wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, mit unserem Führer noch eine Individualtour zu machen. Eine ganz, ganz kurze. Der hat nämlich einen privaten Termin, aber er gibt uns trotzdem noch die Möglichkeit, hier die Funktionsweise einer Falltür zu sehen und zu erleben. Und da sind wir ihm natürlich auch sehr, sehr dankbar. Am Anfang waren wir sehr, sehr gehetzt. Jetzt wissen wir auch den Grund. Er hat einen privaten Termin. Trotzdem nimmt er sich die Zeit, dass wir hier uns dieses Panzerwerk anschauen. Danke. Ohne Datum. Ja. Ich muss nicht schon hier. Oh. Oh, sehr eng. Und hier ist die Falltür, ja. Oh. So, Leute, das ist die Falltür. Wir sind quasi schon in dem Bauwerk drin. Eingangsverteidigung. Oh. Ja. Oh, hier wäre ich gerne noch weitergegangen. Mhm. Ja. Wohin? Hier, hier. So. Aber aufpassen. Ja. Okay. So. Nein. Oh. Und wenn man da unten ist, dann gibt es keinen Weg mehr raus. Ich bin nein, du weißt, ich bin nicht hier. Jetzt mach Wechsel. Italiano hier? Einfach weiterfinden. Schau, hier ist eine Schraube. Guck mal. Ja. Sicher stellst du die Frage, warum wurde so ein großes Bauwerk überhaupt gebaut? Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, dass diese Region, die heute zu Polen gehört, gehörte damals zu Deutschland. Und man hatte damals Sorge, dass man aus Osten angegriffen oder überfallen wurde. Und dann hat man sich geografisch angeschaut, wo könnte dieser Überfall stattfinden, und man hat festgestellt, dass das sehr gut klappen würde zwischen der Oder und der Neiße. Es sind ungefähr 110 Kilometer, wo keine natürlichen Hindernisse wie Flüsse oder Berge vorhanden sind, und deswegen hat man genau an dieser Stelle den Oder-Wartebogen platziert. Die Staffelung oder die Tiefe der Verteidigungslinie war bis zu 3 Kilometer tief.
und umfasste Maschinengewehr, aber auch Panzerabwehrkanonen, auch Gräben, gebunkerte oder verbunkerte Stellungen, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Die Festungsfront besteht aus zahlreichen Bunkeranlagen und wasserbautechnischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Stauanlagen und Wassergräben. Straßen, die durch das sogenannte Hauptkampffeld führen, wurden mit gepanzerten Schlagbäumen, Drehbrücken sowie Kipprollbrücken versehen. Kipprollbrücken ermöglichen es, den Brückenkörper anzukippen und in einen Raum unterhalb der Straße zu rollen. Dem Gegner blieb dann nichts anderes übrig, als sich eine andere Straße oder einen anderen Weg zu bahnen. Da sich die politische Lage im Jahre 1939 dahingegen veränderte, dass der Schutz der Reichsgrenze nach Westen als dringlicher eingestuft wurde, wurde der Ausbau der Festungsfront oder Wartebogen gestoppt. Festungsbaupersonal und die Panzerbauteile wurden zugunsten eines beschleunigten Ausbaus des Westwalls nach Westen umgeleitet. Von den geplanten 160 Bauwerken wurden nur etwa 60 fertiggestellt. Mit dem Bau des Atlantikwalls begann ab 1942 ein Rückbau von Waffen und Nachrichtengeräte. Und das, liebe Leute, sollte sich tatsächlich 1945 rächen. Denn der Ostwall war sehr schlecht ausgestattet und dementsprechend war es der Roten Armee relativ einfach, diese Barriere zu überwinden. Trotzdem hat es bis zu 3 Tage gedauert, bis der Ostwall eingenommen wurde. Und an dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr tatsächlich fast volle 50 Minuten durchgehalten habt. Das ist mit Abstand mein längstes Video. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und das neue Format, dass ich ja ein bisschen umfangreicher dokumentiere, andere Kameraperspektive nachvertone und ganz, ganz viele neue Dinge ausprobiere, ist euch aufgefallen und ich hoffe, es gefällt euch auch das neue Format. Ich versuche auf jeden Fall immer besser zu werden, auch was die Recherche angeht. Und in diesem Sinne bin ich raus. Ich bin Random Life, betreibe hier auf YouTube den Kanal Schlachtfeldbegehung. Freue mich über jeden, der meinen Kanal abonniert und besonders die Menschen, die meinen Kanal auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wo ich hinfahren kann oder sollte oder irgendwelche Bunker ausgraben kann oder sollte, dann lasst es mich gerne wissen. Meine E-Mail-Adresse findet hier auf meinem Profil randomlife80@t-online.de, also t-online.de. Und jetzt war es das auch tatsächlich. Ich bin raus, euer Random Life.